Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe mal wieder durch mein Regal gestöbert und stelle jetzt eine 5-Sterne-Prognose auf. Ich habe mal wieder geguckt, was ich denn noch so für Bücher habe und welche davon besonders vielversprechend klingen und von welchen ich einfach erwarte, dass sie Highlights werden und 5 Sterne von mir bekommen werden. Und davon stelle ich euch jetzt 5 Bücher mal vor. Und ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr die Bücher schon gelesen habt, ob ich so mit meiner Einschätzung richtig liege, ob ihr die Bücher schlechter bewertet habt oder ob ihr kennt vielleicht meinen Geschmack ja mittlerweile auch ein bisschen, ob ihr glaubt, dass das vielleicht nichts für mich ist oder zumindest für mich keine 5 Sterne werden. Ich bin auf eure Meinung gespannt, aber ich verspreche mir von diesen Büchern sehr, sehr viel. Wir haben hier tatsächlich 4-mal Fantasy und 1-mal Romance, was einfach daran liegt, dass ich deutlich mehr Fantasy als Romance besitze. Aber ja, ich bin echt sehr gespannt. Das Schlimme ist eigentlich, dass ich zumindest 3 der Bücher eigentlich schon längst gelesen haben wollte. Wie so üblich. Aber ja, das kennen wir, ne? Okay, fangen wir an. Das erste Buch besitze ich noch gar nicht so lange. Ich glaube, das ist erst vor 2 Monaten oder so hier eingezogen. Aber es hat mich direkt in den Fingern gejuckt, damit anzufangen. Und ja, weil ich einfach glaube, dass es ein richtig gutes Buch wird. Und zwar ist es Song of Silver, das verbotene Siegel. Guckt euch bitte dieses atemberaubend schöne Cover an. Das hat auch so einen kleinen Farbschnitt. Finde ich auch ganz süß irgendwie. Und ja, ich mag das Cover sehr, sehr gerne. Hier geht es um Lan. Lan hat alles verloren, ihren alten Namen, ihr Zuhause und ihre Mutter. Seit die elantinischen Besatzer ihr Volk unterdrücken, verdient sie ihr Geld als Singmädchen. Als eines Tages der Mann auftaucht, der ihre Mutter getötet hat, flieht Lan und rennt dabei in die Arme von Zen. Zen ist einer der letzten Magier, die die große Macht des Chi beherrschen, die von den Elantinern verboten wurde. Gemeinsam entdecken sie Lans verborgene Kräfte, die das gesamte Empire erschüttern könnten. Klingt cool. Ich glaube, es hat irgendwas mit Drachen zu tun, so wie ich mir das Cover anschaue. Hier sind einfach voll viele Tiere auf dem Farbschnitt. Es könnte sein, dass es einfach so an so Tierkreiszeichen liegt, dass die damit irgendwas zu tun haben. Ich weiß gerade nicht, wie man das richtig nennt, aber ich glaube, es heißt so. Oder vielleicht geht es auch um Gestaltwandler. Maybe, weil hier geht es ja um magische Fähigkeiten. Es klingt auf jeden Fall richtig cool. Ich rieche da auch so eine kleine Love Story in dem Ganzen, wenn ich mir den Klappentext angucke. Und ich weiß auch nicht, es ist einfach, es klingt, als wäre es mal so ein bisschen was anderes. Es klingt aber auch irgendwie mega spannend. Ich bin sehr gespannt auf die Weltgestaltung, auf die Magie. Und ja, es ist einfach so ein Bauchgefühl, das mir so sagt, dieses Buch wird richtig, richtig gut. Ja, ich mag das Cover. Das waren jetzt richtig gute Argumente, warum dieses Buch ein 5-Sterne-Buch werden wird. Aber tatsächlich ist es bei mir meistens echt immer Bauchgefühl. Klar, der Klappentext, so dass der überzeugt, ne? Aber ich weiß auch nicht, ich gehe da meistens nach Gefühl. Auch beim nächsten Buch ist es eher so, dass ich so denke, das ist einfach was für mich. Warum, erkläre ich euch gleich. Auf jeden Fall ist es Birthday Girl von Penelope Douglas. Das habe ich auch noch nicht so lange. Hatte ich dann in einem Trial Chapter schon mal angelesen. Habe mich dann aber erstmal für ein anderes Buch entschieden. Aber das hat mir schon mal so einen ersten Eindruck gegeben. Hier geht es ja um Jordan. Jordan hat so ein paar Problemchen und zieht deswegen dann mit ihrem Freund zusammen. Ihr Freund wohnt aber natürlich noch, das heißt natürlich, nee, warte, Moment, das war anders. Sie zieht nicht mit ihrem Freund zusammen, die haben zusammen gewohnt schon in einer kleinen Wohnung, aber irgendwie können sie sich das dann nicht mehr leisten und ziehen bei dem Vater von ihrem Freund ein. Das war, glaube ich, der Grund, dass sie sich das irgendwie nicht mehr leisten können, weil sie, glaube ich, auch ihren Job verliert oder so. Ich weiß es nicht mehr hundertprozentig. Ich habe es, wie gesagt, nur angelesen und das ist schon, ja, ein paar Wochen wieder her. Auf jeden Fall, Ende vom Lied, sie ziehen beim Vater ihres Freundes ein. Und dann entwickelt sich da einfach etwas zwischen Jordan und dem Vater ihres Freundes. Also eine etwas spezielle Love Story, ein bisschen, ja, umstritten, würde ich mal sagen. Das Ding ist, ich war halt immer schon Fan von diesen Love Stories, die so ein bisschen moralisch fragwürdig sind oder so ein bisschen ungewöhnlich sind, ein bisschen umstritten sind. So dieses, früher gab es ja mal diesen Hype um diese
Bücher, wo sich die Protagonistin in den Stiefbruder zum Beispiel verliebt. Da habe ich tatsächlich gar nicht so viele von gelesen, weil mich nicht so viele angesprochen haben. Aber so grundsätzlich ist das zum Beispiel so mein Trope, sage ich mal. Oder eben sowas, wo sich die Protagonistin nicht nur in einen älteren Mann verliebt, sondern auch noch in den Vater ihres Freundes. Das ist so, mein Gott, voll Skandal. Aber das ist so voll mein Ding. Auch so, ich war zum Beispiel auch früher voll das Mädchen, was so der Fan war von so Love Stories, wo sich die Protagonistin in ihren Lehrer verknallt oder so. Das war so voll mein Ding. Keine Ahnung warum. Das hat einfach so einen gewissen Reiz für mich. Und deswegen thematisch ist es, glaube ich, voll meins. Und ich habe es ja schon so ein bisschen angelesen. Und muss dazu sagen, zumindest vom Anfang her, glaube ich, dass es dieses Thema hier auch richtig gut umgesetzt sein wird, weil ich einfach schon sehr gut gemacht fand, wie das Ganze startet, wie die Protagonistin den Vater von ihrem Freund kennenlernt. Und der Schreibstil war eigentlich auch richtig gut. Also das hat schon viel Potenzial. Wenn sie es dann in der Storyline nicht vollkommen versaut, das ist halt die Frage. Aber so grundsätzlich finde ich es erstmal richtig gut und ich bin sehr gespannt hier tatsächlich, wie es endet, weil ich mir gut vorstellen kann, dass es ein Buch ist, was kein Happy End so im klassischen Sinne hat. Ja, bin ich sehr gespannt drauf, muss ich schon sagen. Aber es klingt einfach sehr, sehr gut. Kehren wir zurück zum Genre Fantasy. Das nächste Buch hatte ich schon so oft im Kopf, dass ich es lesen wollte, aber irgendwie kam es nicht dazu. Und zwar ist es von Victoria Aveyard, Das Reich der Asche, Realm Breaker Teil 1. Ich glaube, es ist eine Trilogie. Auf jeden Fall erscheint Band 3 jetzt bald. Und ich glaube, es ist dann auch abgeschlossen. Steht hier nicht. Es ist eine Saga. Gut, es könnte also auch noch mehr werden. Ich habe mir damals ich glaube, es war Chest of Fandoms Ausgabe gegönnt von Band 1 und 2. Nee, Bücherbüchse. Okay, ich habe nichts gesagt. Es ist die Bücherbüchse. Und ich glaube, ich habe mir Band 3 da jetzt auch schon vorbestellt. Das müsste ich nochmal nachgucken, damit die am Ende natürlich alle schön zusammenpassen. Auf jeden Fall klingt das einfach nach richtig spannender und auch ein bisschen düsterer Fantasy. Hier geht es um Corain. In Corains Adern fließt das Blut eines Helden, doch sie verabscheut ihre Herkunft und will nichts mit dem Vater zu tun haben, für den Heldentaten stets wichtiger waren als seine eigene Tochter. Nun ist Corains Vater tot, gefallen durch die Hand seines eigenen machthungrigen Bruders. Schon eine coole Ausgangssituation, so Familienfehde, finde ich schon gut. Um den Untergang ihrer Heimat zu verhindern, ist sie gezwungen, das Schwert ihres Vaters zu ergreifen. Zusammen mit nur 6 Gefährten, die ebenfalls keine strahlenden Helden sind, bricht Corain auf, um eine Armee aus Asche zu bekämpfen. Doch wie soll sie eine Dunkelheit besiegen, gegen die sogar wahre Helden machtlos waren? Ich bin auch auf diese 6 Gefährten neugierig. Das klingt, als könnte es so eine richtig interessante Charakterkonstellation geben. Also beziehungsweise einfach auch sehr viele verschiedene Charaktere. Und darauf bin ich sehr gespannt. Und natürlich, was ist mit diesen ganzen Helden und wer ihr Vater war und was da mit dem Bruder gelaufen ist und so. Also die ganze Hintergrundgeschichte bin ich auch mega gespannt. Und ja, auch der Farbschnitt vermittelt einfach den Eindruck, dass es richtig düster wird, muss ich sagen. Und ja, das Cover allein schon mit dem Blut da am Schwert. Ne? Also das klingt einfach eine richtig, richtig cooler Fantasy. Bin ich sehr gespannt drauf. Von Victoria Aveyard ist ja auch die Rote Königin, wenn ich jetzt das nicht verwechsel. Die fand ich tatsächlich auch sehr gut. Ich mochte damals den letzten Band tatsächlich nicht mehr ganz so gern. Aber so im Großen und Ganzen fand ich die Reihe richtig genial, sodass ich denke, die Autorin kann was, das könnte gut werden. Also ich bin echt sehr gespannt. Leider sieht man von dem Buch irgendwie fast gar nichts. Also mir geht es zumindest so, dass ich das so auf Instagram, TikTok oder auch hier auf YouTube einfach nie sehe. Und deswegen auch kaum Meinungen bisher dazu gehört habe. Ich weiß nicht, ob dieses Buch wirklich einfach so relativ untergegangen ist oder ob ich einfach da in der falschen Bubble bin und einfach die Posts dazu nicht gesehen habe. Keine Ahnung. Das macht mich so ein bisschen stutzig auf jeden Fall. Aber gut. Ich werde es dann lesen. Und dann werde ich es euch näher bringen und dann verbreiten wir das hier einfach. Beim nächsten Buch bin ich mir einfach sicher, dass es ein 5-Sterne-Buch wird, weil der Klappentext richtig genial klingt und weil die Autorin, von der habe ich schon was gelesen, was ich einfach Bombe fand und deswegen muss das jetzt so weitergehen. Also die Autorin hat jetzt die Aufgabe, mich mit jedem weiteren Buch genauso zu überzeugen. Und zwar rede ich von Laura Labas und ich habe hier Night of Shadow and Flames, Der wilde Wald. Und die gute Dame hat ja auch Broadwick Hall geschrieben, was ich richtig genial fand. Und, jetzt komme ich auf den Titel nicht, sie hat Lady of the Wicked geschrieben. Das ist das, genau. Und Emerald Witches. Emerald Witches habe ich noch im Sub. Lady of the Wicked hatte ich gelesen, fand ich auch richtig gut. Das war eines der ersten Bücher, wo ich drin markiert habe tatsächlich. Deswegen habe ich das noch relativ gut im Kopf. Und ja, das ist ihre neue Reihe.
Hier geht es um eine Hexe und einen Vampir. Billy ist eine junge Hexe und hat es im Reich Rimbor nicht leicht. Ihre Art wird von den Vampiren unterdrückt und ein magischer Wald droht, das Land zu verschlingen. Um ihre Familie zu schützen, muss Billy für einen geheimnisvollen fremden Vampire jagen. Als sie sich unfreiwillig im Haus des so attraktiven, mächtigen Vampirs Tieren wiederfindet, will sie nichts lieber, als ihn zu töten und zu fliehen. Er verhält sich jedoch unerwartet zuvorkommend und bringt ihre Gefühle gehörig durcheinander. Doch um sich selbst zu retten, muss sie Tieren verraten. Und ich muss sagen, was Laura Labers sehr geschickt macht, ist das Teasern auf TikTok. Ich folge ihr nämlich auf TikTok, wo sie immer mal wieder so Zitate und Szenenschnipselchen aus dem Buch gepostet hat und ich bin dem total verfallen. Also wenn das Buch wirklich so genial ist wie das, was ich so über TikTok erahnt habe, kann das nur ein Highlight werden. Schreibt mir an der Stelle gerne mal, wie ihr das empfindet, wenn ihr auch auf TikTok unterwegs seid natürlich, mit den Videos zu Büchern, gerade auch von Autoren und Autorinnen, die Werbung machen. Ich mache das ja selbst auch und ich habe immer Angst. Also es ist schwer, diese Balance zu halten zwischen neugierig machen und immer wieder was Neues posten und nicht spoilern. Das ist echt schwierig, weil das Problem ist ja bei TikTok, damit es gesehen wird, und es ist halt echt eine wichtige Plattform mittlerweile für Autoren und Autorinnen, aber damit die Videos wirklich ausgespielt werden und möglichst vielen Leuten ausgespielt werden, muss man halt echt kontinuierlich posten. Also mindestens ein Video pro Tag. Ich war zwischendurch bei 3 Videos am Tag, wenn ich mal viele Ideen hatte. Und sonst versuche ich also mindestens 1, wenn es geht, 2 Videos. Aber man muss ja dann auch jedes Mal den Inhalt haben. Und ich will nicht immer die gleichen Sachen rausklatschen. Deswegen versuche ich mir natürlich auch für jedes Video was Neues zu überlegen. Ich finde es nicht so schlimm, wenn sich zwischendurch mal was wiederholt, weil bei TikTok ist es ja eh, das ist wie Laufkundschaft. Heißt, die Follower sind ja eigentlich so ein bisschen egal. Das Video wird ja allen möglichen Leuten ausgespielt. Und selbst wenn 10 Leute jedes meiner Videos sehen, haben 100 Leute vielleicht erst eins meiner Videos gesehen. Deswegen ist es ja egal, wenn sich da mal was wiederholt. Trotzdem sollte es ja nicht ständig der Fall sein, weshalb ich dann immer versuche, mir was Neues auszudenken. Aber man will ja auch nicht zu viel vom Inhalt wegnehmen. Und da muss man ja gucken, irgendwann hat man keine Zitate mehr oder keine Szenenschnipselchen mehr, die man posten kann, ohne zu spoilern. Also ich finde es persönlich echt schwierig, muss ich sagen. Von der Warte aus, als Autorin. Als Leserin liebe ich solche Videos. Also ich bin, muss ich dazu sagen, aber auch jemand, der sich nicht schnell gespoilert fühlt, beziehungsweise der kleine Spoiler nicht schlimm findet. Aber manchmal finde ich es schon schwer einzuschätzen bei den TikToks, die ich von anderen sehe, ob mir das gerade vielleicht schon zu viel verraten hat. Ob das vielleicht essentiell schon eine Szene mitten im Buch war, die mich normalerweise voll überrascht hätte und jetzt kenne ich die schon. Ich hatte neulich auch erst ein Buch gekauft, wo ich dann tatsächlich zum ersten Mal den Klappentext gelesen habe. Ich kannte das Buch vorher nur von TikTok. Und als ich den Klappentext gelesen habe, wurde da ein Charakter erwähnt, aber die Beziehung zu dem anderen Charakter wurde nicht erwähnt, sage ich jetzt mal. Und ich bin der Meinung, dass in einem TikTok zum Beispiel diese Beziehung untereinander schon enthüllt wurde, die vermute ich aber erst irgendwann mitten im Buch rauskommt. Das weiß ich jetzt nicht, weil ich das Buch noch nicht gelesen habe und mir nicht hundertprozentig sicher bin, ob ich mich an das TikTok richtig erinnere, weil ne, da verschwimmt ja auch mal was. Aber das ist dann wieder schwierig irgendwie, finde ich. Schreibt mir das gerne mal, wie ihr das so empfindet. Ob ihr findet, dass es viel gespoilert wird oder viel vorwegnimmt oder ob ihr es gut so findet. Ich finde tatsächlich, dass oft sehr gut so der Vibe des Buchs schon mal rüberkommt. Und ich kann tatsächlich auch sehr gut einschätzen dadurch, ob das so von der Storyline her und auch vom Schreibstil, wenn es Zitate sind, ob das was für mich sein könnte oder nicht. Also ich finde es per se gut, aber manchmal finde ich es ein bisschen schwierig abzuschätzen, ob das spoilert oder nicht. Und wie gesagt, von der Seite aus als Autorin finde ich es irgendwie noch mal ein bisschen schwieriger. Ja, nur kleiner thematischer Exkurs. Schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu. Wir machen weiter mit dem letzten Buch. Und ja, das ist tatsächlich das zweite Vampirbuch, fällt mir gerade auf. Es ist ja witzig, ne? Ich habe früher mal gesagt, Vampirbücher sind nichts für mich. Das war vor allem aber tatsächlich auf Twilight begründet. Und ich glaube, ich hatte dann noch mal irgendwas anderes. Ja, das war so eine Reihe, die ist auch echt alt. Die habe ich als Teenie gelesen. Da ging es auch um Internat und die Protagonistin kam dahin und alles war ein bisschen seltsam und plötzlich fand sie heraus, dass die anderen dort Vampire sind und das war tatsächlich auch der Part, wo ich das irgendwie abgebrochen habe, weil das überhaupt nichts für mich war. Aber diese Vampirgeschichten, die jetzt rauskommen, die sind doch ganz cool. Die sehen einfach ein bisschen in eine andere Richtung und deswegen, ja, werde ich langsam Fan davon.
Und wir haben hier ein zweites Buch, wo ich nämlich auch glaube, dass es ein 5-Sterne-Buch wird, obwohl es mit Vampiren ist. Nämlich Vampyria, der Hof der Finsternis von Victor Dixon. Das ist jetzt auch eine Special Edition. Nicht wundern, die Bücher sehen eigentlich ein bisschen anders aus, glaube ich. Ja, hier steht nicht viel drauf. Das ist jetzt natürlich optimal. Ich habe es mir natürlich mal durchgelesen, worum es geht, aber hier, genau. Vor 3 Jahrhunderten hat Ludwig der Unwandelbare als Vampir eine Aristokratie des Schreckens in Europa errichtet. Während die Adligen nichts mehr begehren, als durch die Gunst des einzigen Sonnenkönigs ebenfalls unsterblich zu werden, müssen die einfachen Menschen jeden Monat ihr eigenes Blut als Steuer abgeben. Die junge sterbliche Jeanne verschlägt es unerwartet nach Versailles an den Hof der Finsternis. Sie wird für eine Adlige gehalten, die nach ihrer Ausbildung in eine Vampirin verwandelt werden soll, falls sie die gefährlichen Prüfungen besteht. Doch Jeanne hat gänzlich andere Pläne. Sie wird dem König nicht dienen, sondern ihn stürzen, denn sie kennt nur ein Ziel, Rache. Klingt cool. Sie stürzt das Ganze von innen. Klingt ein bisschen so nach wegen Ausbildung, also das Prüfungen. Nicht direkt nach Akademiegeschichte, aber als hätte es schon so ein bisschen den Flair vielleicht. Keine Ahnung. Klingt auf jeden Fall cool. Ich weiß auch nicht. Ich bin einfach begeistert. War ich von Anfang an, weshalb ich mir die Trilogie auch direkt gleich als Ganzes, als Special bei der Bücherbüchse, ja, gekauft habe und nicht irgendwie erstmal nur Band 1 oder so, weil ich einfach ein sehr, sehr gutes Gefühl hatte. Und ich hoffe, es enttäuscht mich nicht. Schreibt mir auch hier gerne mal eure Meinung, falls ihr es schon gelesen habt. Das war meine 5-Sterne-Prognose. Ich glaube, dass diese Bücher Highlights werden. Ihr dürft mir jetzt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr dasselbe denkt, ob ihr das selbst so empfunden habt oder ganz anders. Und ich muss echt gucken, dass ich zumindest eins davon demnächst mal lese, weil ich meine, so Highlights will man ja auch nicht eigentlich warten lassen, oder? Also das muss dann bald mal passieren. Das war es erstmal für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich verlinke euch die Bücher unten in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Und dann wünsche ich euch einen wundervollen Tag, ganz viel Spaß beim Lesen und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann. Tschüss.